Jetzt ist schon wieder etwas passiert worden, nämlich solche Tomaten mit diesem Pürierstab. Nach der Sendung möchte ich nämlich eine steirische Blutsuppe zubereiten nach einem Patentrezept von Wolf Haas. Die Brennerfilme werden von Mal zu Mal besser. Bei seinem vierten Auftritt in seiner Paraderolle verschlägt es Josef Hader diesmal nach Graz. Die steirische Landesregierung war sehr geehrt dadurch und hat sich sogar entschlossen, den Grazer Uhrturm extra aufzustocken und auszubauen, wie man hier auf diesem Foto sehen kann. Dummerweise war dann aber im fertigen Film nur der Glockenturm selbst für ein paar Sekunden im Bild. Herr Brenner, Sie sind nicht krankenversichert, Sie sind nicht sozialversichert, Sie haben kein Bankkonto. Das würde nicht als schlechte berufliche Phase bezeichnen. Sie sind ein U-Boot. Servus, Göcki. Ob ich irgendwas übersehe? Haben wir Matura treffen oder was? Wir haben keine Matura. Hast du ein Bier? Ein total abgesandelter Brenner kehrt in seine Heimatstadt Graz zurück, wo er mit der Vergangenheit in Form von Tobias Moretti und Roland Thüringer konfrontiert wird. Eine tragische Kettenreaktion nimmt ihren Ausgang, die damit beginnt, dass plötzlich in Brenners Kopf eine Kugel steckt. Übrigens, in Graz scheint jeder jeden zu kennen und alle irgendwie miteinander verwandt zu sein. Graz ist einfach der Nabel der Welt. Oh. Das ist jetzt vielleicht sogar die Kugel, die man aus Brenners Kopf wieder entfernt hat. Das heißt, vor Verzehr sollte ich sie auf jeden Fall gut säubern. Jetzt ist schon wieder was passiert. Ich weiß es nicht. Herr Brenner. Da haben wir halt wieder nichts zusammengebracht. Schwester, ich brauche Polizeischutz. Da wären Sie der Erste, der beim Scheißen einen Polizeischutz braucht. Es ist Kommunikation drin. Stimmt. Mein persönlicher Brenner-Spitzenreiter ist zwar nach wie vor der Knochenmann, allerdings jetzt dicht gefolgt von Das ewige Leben. Unter den diesmaligen Gaststars hinterlassen vor allem Tobias Moretti und Nora von Waldstätten bleibende Eindrücke in komplexen Rollen. Ich wünsche dem Film jede Menge Preise und bin zutiefst gerührt, dass ich selber jetzt den Preis Regen und Segen eröffnen darf durch die Überreichung des original steirischen Oscar. Wir gratulieren! Lass mal Geld buchen. Das ist aber jetzt eine blöde Geschichte. Eigentlich wollte ich ja jetzt die Blutsuppe kochen, aber ich habe zufällig gerade einen Blick auf meine Lebenslinie geworfen. Das zahlt sich nicht mehr aus. Oh, danke. Das war jetzt Wolf Haas persönlich, der versteht etwas vom ewigen Leben. Und das wird jetzt zumindest ein paar weitere Jahre mir verschaffen. Danke, danke.